Hallo und herzlich willkommen bei Aufklärung tut Not und zu einem weiteren Video zu den Grundlagen der Kommunikation. Auch das Zuhören spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir miteinander sprechen, denn mit unserem Verhalten als Zuhörer beeinflussen wir unser Verhalten als Sender. Die Idee vom Appellohr und Beziehungsohr ist all denen sicherlich geläufig, die bereits mit dem Vier-Ohren-Modell konfrontiert wurden. Wenn du ein Appellohr oder ein Beziehungsohr hast, dann kannst du jetzt damit beginnen, dieses sozusagen abzulegen. In diesem Video spreche ich über das Vier-Ohren-Modell und die damit verbundene geforderte Bereitschaft, Nachrichten zu interpretieren. Und wie absurd dies ist, soll es doch eigentlich unsere Kommunikation erleichtern. Es kann sein, dass du dir ein Appellohr angeeignet hast. Wenn dies bei dir der Fall ist, dann wirst du dazu neigen, Nachrichten grundsätzlich mit einer Aufforderung zu verbinden. Wenn jemand in einer Konferenz oder wenn dein Partner oder deine Partnerin sagt, der Kaffee ist alle, dann siehst du dich aufgefordert, einen neuen zu kochen und wirst das wahrscheinlich dann auch machen. Wenn jemand sagt, der Müll ist voll, dann wirst du ihn runterbringen. Wenn jemand sagt, es ist kalt, dann wirst du höchstwahrscheinlich diejenige oder derjenige sein, der oder die aufsteht und das Fenster schließt. Wenn ein Vorgesetzter von dir beispielsweise sagt, jemand müsste den Kunden anrufen, dann hörst du die Aufforderung an dich, genau das zu machen, und du wirst dann bei Zeiten den Telefonhörer in die Hand nehmen und den Kunden anrufen. Das waren jetzt vier Beispiele von Aussagen, die du, wenn du ein Appellohr hast, eventuell als Aufforderung begreifst. Diese Liste wäre theoretisch unendlich lang fortzusetzen. Das spare ich mir natürlich an dieser Stelle. Es geht ja darum, zu illustrieren, was du mit deinem Appellohr so veranstaltest. Wenn du erkennen musst, dass du über ein Beziehungsohr verfügst, dann wirst du eine Botschaft immer dahingehend verstehen, dass der Sender etwas über dich sagt und was er von dir hält. Wenn jemand sagt, oh, der Kaffee ist gar nicht richtig heiß, dann wirst du so etwas hören wie, ich finde, das hast du nicht gut gemacht. Du hast den Kaffee nicht gut gekocht. Wenn jemand feststellt, das Ei ist hart, ein sehr bekanntes Beispiel, das auch schon Loriot zu einem Video verleitet hat, dann wirst du so etwas hören wie, ich denke, du kannst Eier nicht richtig kochen. Auch hier für das sogenannte Beziehungsohr gibt es unzählige Beispiele, die illustrieren können, wie du als Empfänger einer Nachricht mit deinem Beziehungsohr eine Nachricht interpretierst. Nachrichten mit einer Botschaft auf der Sachebene oder mit einer subjektiven Behauptung bzw. Feststellung werden also interpretiert. Derjenige, der über ein Appellohr verfügt, ergänzt eine Botschaft auf der Appellebene. Der oder diejenige, die über ein Beziehungsohr verfügen, interpretieren eine Nachricht dahingehend, dass sie eine Botschaft auf der Beziehungsebene ergänzen. Nun stellt sich die Frage, was daran eigentlich so absurd ist. Absurd ist, dass das Vier-Ohren-Modell diese beiden Begriffe Appellohr und Beziehungsohr prägt und gleichzeitig problematisiert, denn es sagt auch, dass eine Nachricht immer auf allen vier Ebenen eine Botschaft enthält. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass Botschaften auf den jeweiligen Ebenen klare Bedingungen erfüllen müssen. Sie müssen also sprachlich bestimmte, Formulierungen haben, damit sie als Botschaft auf der Sachebene, als Botschaft auf der Selbstoffenbarungsebene, auf der Appellebene oder auf der Beziehungsebene gelten können. Es ist also ziemlich absurd, dass Teil des Vier-Ohren-Modells sowohl die Annahme ist oder die Behauptung,
dass Nachrichten immer auf allen vier Ebenen eine Botschaft enthalten und gleichzeitig vom Appellohr und von dem Beziehungsohr gesprochen wird. Eine weitere Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum entwickelt man eigentlich oder warum entwickelst du eigentlich ein Appellohr? Grundsätzlich kann man dazu sagen, dass die Ausrichtung auf deine Mitmenschen dabei sicherlich eine gravierende Rolle spielt. Also wenn du aus bestimmten Gründen, aufgrund von Erfahrungen, die du gemacht hast, grundsätzlich das Wohlergehen deiner Mitmenschen im Blick hast oder im Blick haben musst, dann wirst du dazu neigen, das kann zumindest ein wesentlicher Grund sein, immer Botschaften auf der Appellebene zu hören. Die Folgen für dich sind durchaus gravierend, denn auf der einen Seite wirst du eventuell Schwierigkeiten damit haben, dich zu entspannen, da du immer dann, wenn Mitmenschen anwesend sind, darauf geeicht bist, herauszubekommen, was die denn wollen und was du für sie tun kannst. Auf der anderen Seite verursachst du, dass Sender, die dich gut kennen, ja, sparsam sein können bezüglich der Formulierung ihrer Nachrichten. Und damit kann es sein, dass du die Gefahr von Missverständnissen erhöhst. Wenn du ein Beziehungsohr dein eigen nennst, dann wirst du dir vielleicht die Frage stellen, warum du dazu neigst, Nachrichten immer mit einer Botschaft auf der Beziehungsebene zu versehen. Ein nicht zu verachtender Grund kann hier sein, dass du eventuell mit deinem Selbstwert zu tun hast. Eventuell hast du die Idee, dass du nicht genug wert bist und deswegen sowieso kein Mitmensch dich gut finden kann. Die Folge ist, dass du immer annimmst, dass egal welcher Sender dir eine Nachricht schickt und mit dir spricht, immer etwas über dich sagt und etwas darüber sagt, wie er dich findet, ob er dich für in Ordnung hält oder ob er dich grundsätzlich kritisch sieht. Für Beziehungen in Partnerschaft oder Ehe ist dies besonders problematisch, weil du ja auf diesem Hintergrund natürlich auch Misstrauen entwickeln kannst oder grundsätzlich deinem Partner oder deiner Partnerin misstrauisch begegnest und gleichzeitig die Gefahr von Missverständnissen sehr groß ist. Grundsätzlich ist es völlig egal, ob du ein Appellohr oder ein Beziehungsohr hast. Für dich ist es wichtig, dir zu vergegenwärtigen, dass das gesprochene Wort nicht immer auf der Appellebene oder auf der Beziehungsebene eine Botschaft enthält. Der Rat, den ich dir geben kann, ist, achte darauf, ob du den Sender einer Nachricht, also beispielsweise deinen Partner oder deine Partnerin, wirklich verstehst. Horche in dich hinein und prüfe das und komme dann möglichst dahin, dass du das dann auch merkst, dass du deinen Partner oder deine Partnerin nicht verstehst und frag dann nach. Du sorgst insgesamt dafür, dass eure Kommunikation besser werden kann, denn auf der einen Seite zwingst du grundsätzlich den Sender, also deinen Partner oder deine Partnerin, wenn er etwas sagt, dazu genauer zu werden. Und auf der anderen Seite vermeidest du durch deine Interpretation, dass du deinen Partner oder deine Partnerin, deinen Ehemann oder deine Ehefrau missverstehst. Und ich denke, dann wird eure Kommunikation relativ schnell besser werden. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.